Am 24.03.2024 begehen die Zeugen Jehovas ihr diesjähriges Gedächtnismahl. Dazu gab es einige Tage vorher in der Morgenandacht auf JW.org schon eine Ansprache von Kenneth Cook, Mitglied der leitenden Körperschaft der Wachturmgesellschaft. Ich möchte diese kurz kommentieren. Die Bibelzitate sind, wenn nicht anders erwähnt, aus der Schlachter 2000. Zitat: Der Tag des Gedächtnismahles entspricht immer dem Tag, an dem gemäß dem altjüdischen Kalender Jesus gestorben ist, der 14. Nisan. Zitat Ende. Der Tagestextvers zum diesjährigen Gedächtnismahl wird dann vorgelesen, nämlich Lukas Kapitel 22, Vers 19. Zitat aus der Neuen Weltübersetzung: Tut dies immer wieder zur Erinnerung an mich. Zitat Ende. Die Frage ist hier, ob immer wieder besagt, dass das Abendmahl nur einmal im Jahr, wie das Passafest, nämlich am 14. Nisan, begangen werden sollte. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, thematisiert Paulus bei den Korinthern, dass diese Feier würdig abgehalten werden sollte. Im Vers 16 schreibt er, Zitat: Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Zitat Ende. Anscheinend kamen die ersten Christen oft zusammen und feierten dabei auch das Abendmahl des Herrn. Auch in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 und Kapitel 20, Vers 7 wird das angedeutet. Es gibt keine Anweisung des Herrn Jesus, dass dieses Mahl nur einmal jährlich am 14. Nisan stattfinden sollte. Man kann diese Gedenkfeier so oft wie möglich veranstalten, um den Tod des Herrn zu verkünden und um zu verkünden, dass man zu Christus gehört und zu bezeugen, dass man zum Leib Christi gehört. Weiter geht Cook darauf ein, dass wir uns an das Opfer Jesu und an seine Bedeutung erinnern sollten und an alles, was Jesus bei der Ausführung von Jehovas Vorsatz getan hat. Zitat: Jesus hatte darin, also in dem Vorsatz Jehovas, verschiedene Rollen. Welche denn? In seiner vormenschlichen Existenz als Geistsohn Gottes trug er den Namen Michael. Dann wurde er durch ein außergewöhnliches Wunder Jehovas zum menschlichen Sohn Gottes, Jesus Christus. Später, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, wurde er wieder Michael. Er war wieder der Geistsohn Gottes, jetzt mit der besonderen Rolle als hoher Priester und zukünftiger König. Zitat Ende. Die Jünger, so Cook, sollten sich daran erinnern, dass der vollkommene Mensch Jesus sein vollkommenes Leben als ein Lösegeld für viele gab. Durch Jesu Opfer könnten Sünde und Tod einmal endgültig beseitigt werden, der Tod wurde besiegt, Menschen bekämen dadurch eine Hoffnung auf ewiges Leben und Jesus wäre nun ein mächtiges Geistwesen. Daran sollen sich die Zeugen Jehovas beim Gedächtnismahl erinnern. Cook zitiert dazu aus der Neuen Weltübersetzung 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Zitat: Er, also Christus, wurde als Mensch zu Tode gebracht, aber als Geist lebendig gemacht. Zitat Ende. Ja, stimmt das denn überhaupt? Allein die Neue Weltübersetzung übersetzt diesen Vers so: Er wurde als Geist lebendig gemacht, also Auferstehung als Geistwesen. Alle anderen mir bekannten Bibelübersetzungen, die Schlachter 2000, Elberfelder, Menge, Luther und andere, schreiben: Getötet nach dem Fleisch oder zu Tode gebracht nach dem Fleisch, lebendig gemacht durch den Geist oder nach dem Geist. Wäre nämlich Jesus als Geistwesen, als der Engel Michael auferstanden oder besser gesagt neu erschaffen worden, dann wäre ja der Mensch Jesus nicht mehr existent. Die Lehre der Wachturmgesellschaft über den Zustand der Toten besagt, dass diese aufhören zu existieren. Also wäre laut Wachturmgesellschaft der Mensch Jesus im ewigen Tod geblieben. Wie kann dann aber Kenneth Cook davon sprechen, dass der Tod durch Jesu Opfer besiegt und einmal endgültig beseitigt werden kann?
Ja, hat denn Jesus nicht durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, nämlich als Mensch, den Tod besiegt, ihm seine Macht genommen? 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 10 drückt es so aus, Zitat: Unser Retter Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Da aber die Wachturmgesellschaft behauptet, der Mensch Jesus wäre im Tod geblieben und nicht auferstanden, leugnet sie Jesu Sieg über den Tod. Der Mensch Jesus wurde bei seiner Auferstehung verwandelt. Er bekam einen verherrlichten, unvergänglichen Ewigkeitsleib. Mit diesem konnte er zum Beispiel durch Wände gehen, plötzlich entschwinden und auch in den Himmel auffahren. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wird erklärt, dass auch die gläubigen Nachfolger Jesu bei ihrer Auferstehung bzw. Entrückung einen verherrlichten Körper erhalten werden. Sie werden alle verwandelt werden, wie der Mensch Jesus bei seiner Auferstehung. Zitat aus 1. Korinther, Kapitel 15, Abvers 54. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Zitat Ende. Und weiter: Wäre Jesus nicht als Mensch auferstanden, dann könnten wir ihm auch nicht als Menschen in der Auferstehung gleich werden. Denn Jesus ist der Erstling der Entschlafenen und der Erstling aus der Auferstehung der Toten, laut Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 23. Zitat aus 1. Korinther, Kapitel 15, Abvers 21. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Zitat Ende. Hier wird eindeutig von Menschen gesprochen. Und in Römer Kapitel 6, Vers 5 heißt es, Zitat: Wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich gemacht worden sind in seinem Tod, oder wie in der Fußnote bei der Schlachter steht, in der Gleichartigkeit seines Todes eins gemacht, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein oder in der Gleichartigkeit seiner Auferstehung. Zitat Ende. Wir sind Menschen und können nur als Menschen auferstehen. Wir werden niemals als Engel auferstehen oder als andere Geistwesen. Auch Jesus ist als verherrlichter Mensch auferstanden. Er ist der Erstling, der unsere Auferstehung als Menschen ermöglicht hat. Die Wahrheit ist, dass Jesus seit seiner Menschwerdung zwei Naturen hat, eine göttliche und eine menschliche. Und diese beiden Naturen wird er auch in Zukunft haben, auch im Himmel. Wie könnte er sonst unser Mittler und hoher Priester sein, wenn er nicht mehr Mensch wäre? Wäre Jesu vormenschliche Existenz der Erzengel Michael gewesen, so hätte dieser Engel bei Jesu Menschwerdung aufgehört zu existieren und wäre dann bei Jesu Auferstehung wieder neu erschaffen worden. Eine merkwürdige Vorstellung. Leider leugnet die Wachturmgesellschaft die Gottheit Jesu und degradiert ihn zu einem erschaffenen Engel. Wo doch im 1. Kapitel des Hebräerbriefes ganz klar steht, dass er viel mächtiger und erhabener ist als die Engel und vom Vater sogar O Gott genannt wird und dass alle Engel ihn anbeten sollen, so steht es im Hebräer Kapitel 1, Vers 6. Und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, laut Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Das steht keinem Engel zu, auch nicht Menschen, das Recht zu geben, Kinder Gottes, des Vaters zu werden, wie es in Johannes Kapitel 1 in den Versen 12 und 13 über Jesus gesagt wird. Das Recht, Kinder Gottes zu werden, kann kein Engel einem Menschen geben. Laut Wachturmgesellschaft soll Jesus als Erzengel Michael auferstanden sein. Zitat: Er,
Also Jesus war kein Mensch mehr, so sagte Cook. Das steht aber im Widerspruch zu 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5, wo es heißt, Zitat, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, Zitat Ende. Also ist er im Himmel jetzt auch noch immer Mensch und gleichzeitig Gott der Sohn. Auf die langatmigen Ausführungen in diesem Video von Cook darüber, dass die Jünger den auferstandenen Jesus mehrmals nicht sofort erkannten, werde ich hier nicht eingehen. Dies soll wohl als ein Beleg dienen, dass Jesus als Engel auferstanden ist. Wer aber Jesu menschliche Auferstehung leugnet, der leugnet nicht nur seinen Sieg über den Tod, sondern auch die Möglichkeit der menschlichen Auferstehung zum ewigen Leben bei Gott. Die Wachturmgesellschaft lässt die Menschen in ihrer Mehrheit lieber auf der Erde auferstehen, während sie lehrt, dass die 144.000 sogenannten Geistgesalbten wie Jesus bei ihrer Auferstehung mächtige Geistwesen sein werden. Werden sie Engel sein? Die Wachturmgesellschaft erläutert es nicht näher. Weiter erwähnt Cook unter anderem als Teil des Vorhabens Jehovas, Zitat, kurz darauf, also nach dem Abendmahl, schloss er, Jesus, einen Bund mit ihnen, den Jüngern, sie würden in Zukunft im Königreich mit ihm regieren. Zitat Ende. Von einem Bund für ein Königreich ist nur in der Neuen Weltübersetzung die Rede. Dort heißt es in Lukas Kapitel 22, die Verse 29 und 30, Zitat, und ich schließe mit euch einen Bund, so wie mein Vater mit mir einen Bund geschlossen hat, für ein Königreich, damit ihr in meinem Königreich an meinem Tisch esst und trinkt und auf Thronen sitzt, um für die 12 Stämme Israels Recht zu sprechen. Zitat Ende. Keine andere mir bekannte Bibelübersetzung spricht von einem Bund. Die Elberfelder und Lutherbibel übersetzen, ich bestimme euch ein Reich, so wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, damit ihr esst und trinkt und so weiter und auf Thronen sitzt. Die Menge Bibel, so vermache ich euch die Königsherrschaft, wie mein Vater sie mir bestimmt hat. Die Schlachter 2000, so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat. Der Königreichsbund existiert nur in der neuen Weltübersetzung bei der Wachturmgesellschaft. Den neuen Bund zur Vergebung der Sünden aber, den Jesus beim Abendmahl verkündigte, den erwähnt Cook dagegen nicht. Dabei ist dieser Bund doch so wichtig. Er löste den Gesetzesbund ab. Matthäus Kapitel 26, die Verse 27 und 28 sagen, Zitat, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen, also den Jüngern, denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Zitat Ende. Darüber spricht Cook aber nicht. Stattdessen sagt er, Zitat, folgen wir doch dem Muster, das er, also Jesus, kurz vor seinem Tod festgelegt hat. Die einfache, aber bedeutungsvolle Zeremonie, Brot und Wein weiterzureichen und dabei an ihn zu denken. Wo und wann bitte hat Jesus festgelegt, dass Brot und Wein weitergereicht werden sollen? Hat er nicht stattdessen gesagt, nehmt und esst, trinkt alle daraus? Von einem Weiterreichen sprach Jesus nie. Auch nicht davon, dass der neue Bund zur Vergebung der Sünden nur für wenige geschlossen wurde. Laut Wachturmgesellschaft nur für 144.000 geistgesalbte Königreichsregenten. Sagte Jesus nicht, dass dieser Bund zur Vergebung der Sünden für viele gilt? Abgesehen davon, dass die Jünger zur Zeit des Abendmahls ja noch nicht geistgesalbt sein konnten, denn der Heilige Geist kam ja erst an Pfingsten, sprach Jesus nie von zwei Gruppen von Christen mit unterschiedlichen Auferstehungen oder unterschiedlichen Hoffnungen, wie es die Wachturmgesellschaft nennt. Den Zeugen wird aber beim Gedächtnismahl klar gemacht,
Du gehörst nicht zum neuen Bund, wenn du nicht einer von den 144.000 Geistgesalbten bist. Also darfst du auch nicht von Brot und Wein nehmen, sondern du darfst nur ein respektvoller Beobachter sein und die Symbole an deinen Sitznachbarn weiterreichen. Du gehörst nicht zum neuen Bund, du gehörst nicht zu Christus und nicht zu seiner bevorzugten Christenklasse. Doch Jesus hat nie so etwas festgelegt und in der Bibel gibt es keine zwei Klassen von Christen. 1. Korinther 10, Vers 16 drückt es so aus. Der Kelch des Segens, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Zitat Ende. Gehörst du auch zu dieser Gemeinschaft? Gehörst du zu Jesus? Christus hat durch seinen stellvertretenden Opfertod bewirkt, dass die Strafe des gerechten Gottes für Sünden auf ihm liegt. Das steht schon in Jesaja Kapitel 53. Jeder, der daran glaubt, dass Jesus auch seine Sünden gesühnt hat, wird von der verdienten Strafe Gottes begnadigt. Er ist freigesprochen. Wer Jesus als Herrn seines Lebens annimmt, wird von Gott als sündlos betrachtet und ein gerecht gesprochenes Gotteskind. Der Heilige Geist bewirkt bei ihm eine geistliche Neugeburt. Jeder, der an Jesus glaubt, gehört zum neuen Bund, zur Vergebung der Sünden. Lieber Zeuge Jehovas, wenn du sicher bist, dass Jesus auch deine Sünden an deiner Stelle gesühnt hat und an deiner Stelle in den Tod gegangen ist, dann solltest du beim Gedächtnis mal von den Symbolen nehmen. Hab keine Angst. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, verweise ich auf zwei Videos auf diesem Kanal. Das erste heißt, das Abendmahl nur für 144.000 ist sehr ausführlich von Martin. Und das zweite heißt, das tut zu meinem Gedächtnis, Abendmahl und Zeugen Jehovas von Bertram. Seid gesegnet!